Nein! Was hast du gerade nur genommen? Um die letzten Bücher gehen, die ich gelesen habe. Und ich habe im Juli verdammt viel gelesen und es geht heute um die letzten 5 Bücher, die ich gelesen habe, wobei 2 Bücher Band 2 und 3 einer Reihe sind, deswegen werde ich auf die auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich verlinke euch mal die 3 Bücher hier um mich drumherum, die ich jetzt auf jeden Fall euch vorstellen möchte. Ihr kennt es, wenn ihr irgendwo hinspringen wollt, dann klickt einfach drauf, wenn es denn mal funktioniert. Und ich bin beim letzten Mal, wo ich das alles eingestellt habe und YouTube sagt, ja, ist da die Verlinkung und ich gucke rein und keine Verlinkung da. Kriegt man manchmal schon die Krise mit YouTube. Ja, aber auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, springt einfach dorthin, wenn es funktioniert. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Infernale von Sophie Jordan. Ich habe dieses Buch zusammen mit der lieben Annika gelesen. Hallo! Und das hat auch echt gut funktioniert. Wir sind sehr gut durch das Buch gekommen. Es hat einen wahnsinnig einfachen Schreibstil, das kann ich dazu sagen. Es ist ein richtiges Jugendbuch vom Schreibstil her. Es hat eine große Schrift und es lässt sich echt einfach easy lesen. Also alles ganz entspannt. Und ja, zur Geschichte. In diesem Buch geht es um die 17-jährige Davy. Davy hat Bezeichnungen in ihrem Leben gehört wie Wunderkind, Musterschülerin, geliebte Tochter. Also sie ist einfach ein liebes, nettes, freundliches Mädchen. Davy hat das Talent, dass sie sämtliche Instrumente spielen kann, weswegen sie als Wunderkind halt bezeichnet wird. Und ja, sie führt quasi das perfekte Leben. Ihre Eltern haben schon ein gutes Vermögen, also sie sind schon recht wohlhabend. Sie hat einen Freund, den sie liebt und sie hat Freunde und sie geht auf eine schöne Schule, also auf eine Privatschule und alles ist schön. Bis eines Tages Davy aus dem Unterricht nach Hause gerufen wird und sich von da an ihr Leben schlagartig ändert. Denn bei ihr wurde das HTS, Homicidal Tendency Syndrome, also kurz das HTS-Gen wurde bei ihr durch einen Test festgestellt und dieses HTS-Gen ist das Mördergen. Und alle Menschen, die mit diesem Mördergen identifiziert werden, verlieren quasi von heute auf morgen alles. Sie verlieren ihre ganzen Rechte, die meisten verlieren ihre Jobs und niemand will mehr mit diesen Menschen irgendwas zu tun haben. Denn in der Zeit, in der das spielt, ist es so, dass die meisten Morde und Gewalttaten von Menschen mit diesem Mördergen gemacht werden. Also das sind halt so die Menschen, die hauptsächlich solche Dinge vollbringen und deswegen werden solche Menschen gemieden. Und dadurch ändert sich, wie gesagt, Davys Leben von heute auf morgen. Sie weiß überhaupt nicht, was los ist. Sie versteht das Ganze nicht. Ihre Freunde wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ihr Freund verlässt sie und ihre Eltern benehmen sich auch ganz komisch, so quasi, als hätten sie ihre Tochter verloren. Und der Einzige, der wirklich noch relativ zu ihr hält, ist ihr Bruder, der bis dato immer das schwarze Schaf der Familie war. Und ja, Davy muss auf eine neue Schule. Dort ist alles sehr, sehr merkwürdig und dort lernen sie Sean kennen. Und Sean ist auch ein Genträger und Sean ist markiert und alle Genträger, die eine Markierung haben, haben irgendwas Schlimmes verbrochen. Deswegen Davy am Anfang schon ziemliche Angst vor Sean hat, bis sie eines Tages feststellt, dass er wohl der einzige Verbündete ist, der ihr so geblieben ist in dieser großen, weiten, grausamen Welt. So, mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht verraten. Es passiert dann in diesem Buch noch einiges. Ja, die ganze Situation eskaliert quasi, sagen wir es mal so, in diesem Buch noch. Und Davy muss natürlich gucken, wo ihr Platz jetzt im Leben ist. Und ja, wie das Ganze weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Es hat ein offenes Ende. Es gibt einen zweiten Teil, der kommt nächstes Jahr im März, glaube ich, raus. Der heißt dann Infernale Rhapsody. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Dieses Buch hat sich wirklich sehr, sehr leicht lesen lassen. Also der Schreibstil ist absolut einfach. Er ist nicht kompliziert. Hier sind ein paar Wörter und Aussagen drin, wo ich schon dachte so, okay, das ist ein Jugendbuch und da sind Wörter drin wie du Schlampe und sowas, aber ich glaube, gemessen an dessen, wie die Jugend heutzutage drauf ist, ist das völlig normal. Also ich glaube, früher hätte man sowas in einem Jugendbuch nie reingeschrieben, aber heutzutage ist ja dann doch alles anders als gedacht, was ich ja letztens erst bei Step Product Iris feststellen musste, wo mir viele gesagt haben, die Jugend von heute ist wirklich so drauf. Okay, ja, also von daher
ist das halt, gehe ich mal von aus, ganz normaler Jugendslang heutzutage. Und auf jeden Fall hat mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Ich mochte Davy. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Also man muss sich mal vorstellen, dass wir das Leben, wie wir es heute leben, von heute auf morgen endet. Keine Sau will mehr was mit dir zu tun haben. Jeder behandelt dich wie ein Verbrecher und du weißt eigentlich gar nicht, was du jetzt machen sollst. Wie verhältst du dich richtig? Wie verhältst du dich nicht richtig? Du bist einfach mit der Gesamtsituation völlig überfordert und das kam für mich in diesem Buch wirklich gut rüber. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Ich konnte mich gut in Davy hineinversetzen. Die Nebencharaktere mochte ich auch total gerne. Vor allen Dingen Sean mochte ich total. Also bei Sean war das so ein Ding, da wusste man vom ersten Moment an, okay, das wird der das wird ihr Gegenpart quasi in diesem Buch. Das, wenn man einige Jugendbücher gelesen hat, weiß man das natürlich einfach irgendwann. Und man hat dann sofort gemerkt, okay, der wird Davys Gegenpart in dieser Geschichte. Und auch wie sich das Ganze dann zum Ende hin immer weiterentwickelt hat, hat mir auch gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mein Hund rollert hier seinen Ball durch die Gegend. Also nicht wundern, wenn hier irgendwelche Geräusche sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, weil wie gesagt, die Welt, in der Davy lebt, ändert sich zum Ende hin schon rapide und man fragt sich einfach nur so, okay, wo führt das Ganze hin? Was möchte uns die Autorin zum Ende hin mitteilen und ja, was passiert mit Davy? Also das sind so die Fragen, die am Ende offen bleiben. Wie gesagt, ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr interessant und auch einfach mal was anderes. Man hätte sicherlich hier und da an einigen Stellen wirklich mehr aus der Geschichte noch rausholen können. Aber dafür, dass es ein Jugendbuch war, hat es mir wirklich gut gefallen. Und wenn ihr Lust auf, was ist das eigentlich, eine Dystopie? Ich kann es euch gar nicht sagen, so richtig Dystopie ist es ja nicht. So ein bisschen Dystopie. Das spielt schon noch in unserer Zeit, aber die Weltordnung ist schon irgendwie ein bisschen anders als bei uns. Also ich würde sagen, es ist schon eine Dystopie. Wer von euch hat das gelesen und kann mir sagen, welches Genre das ist? Ich würde sagen, es ist eine Dystopie. Punkt. Ja. Also wer von euch Lust auf so eine Geschichte hat, sollte sich Infernale auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen. Ich mochte die Geschichte, ich mochte Davy und ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Und das Cover vom zweiten Teil ist auch wieder so hübsch wie das hier vom ersten. Ich finde das Cover sehr, sehr hübsch. Muss ich sagen, mir gefallen die Farben und alles. So, das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Samantha Young Edinburgh Love Stories. Das ist die Sammlung der vier Kurzgeschichten, die zu Edinburgh Love Story gehören, also Fountain Bridge, Castle Hill, Kingsway und Valentine. Die sind alle jetzt hier nochmal in einem Taschenbuch zusammengefasst. Und mir fällt wie immer das Lesezeichen raus. Ich habe diese vier Bücher alle schon als E-Books, aber da es eine Samantha Young Geschichte ist und mein Hund wackelt hier rum, da es eine Samantha Young Geschichte ist, muss ich natürlich das Buch haben und ich finde es so hübsch. Und ja, ich habe dieses Buch natürlich auch gleich gelesen, auch wenn ich die Geschichten im Prinzip schon kannte. Aber ich liebe diese Bücher, ich liebe Samantha Young und ich finde die Kurzgeschichten wirklich sehr, sehr süß. Und mein Hund macht Figuckchen im Hintergrund. Lasst euch einfach nicht stören, ich weiß nicht, wie viel ihr von ihm seht. Ja, ich mochte diese Kurzgeschichten auch wieder total gern. Ich liebe ja den Schreibstil von Samantha Young. Ich liebe ihre Art, wie sie Geschichten erzählt. Sie schreibt die coolsten Kerle gleich zusammen mit Jennifer Armentrout. Also die zwei schreiben die besten männlichen Protagonisten, die es gibt, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin durch dieses Buch auch wieder nur so geflogen. Ich habe dann immer mal hier eine Kurzgeschichte, da eine Kurzgeschichte gelesen. Und heute, was tust du? Könntest du mal damit aufhören? Wo war ich jetzt stehen geblieben nach dieser Attacke? Ja. Ich habe die vier Kurzgeschichten ja als E-Books schon gelesen. Ich habe sie trotzdem nochmal alle gelesen und habe jeden Tag mal mir das eingeteilt. Weil so eine Novelle hat nur 100 Seiten. Und außer Kingsway, die hat ein bisschen mehr. Aber ich liebe diese Kurzgeschichten. Es ist schön, nochmal in die Geschichten und in die Welt der Charaktere einzutauchen. Und ja, ich mag es einfach total. Ich liebe es! Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, worum es in diesen vier Kurzgeschichten eigentlich geht. In Fountain Bridge geht es um die Geschichte von Adam und Ellie, weil das bekommt man ja im ersten Band von Dublin Street ja so am Rande mit, die Geschichte von Adam und Ellie. Und ja, da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Dann in Castle Hill geht es um Brayden und Joss. Da geht es darum, wie sich ihre Beziehung nach dem Ganzen weiterentwickelt hat. Und dann gibt es noch Valentine. Valentine spielt quasi nach Scotland Street, nach dem fünften Band. Und da liest man, wie diese fünf Pärchen quasi ihren Valentinstag verbringen. Und das ist sehr, sehr dramatisch teilweise, diese kurzen Geschichten. Und in Kingsway geht es um Craig. Und Craig ist einer, der in der Bar gearbeitet hat, wo Joss und Joe gearbeitet haben. Und ja, um ihn geht es in On Kingsway. Und wie gesagt, ich mag die Geschichten total gern. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe Samantha Young. Und jeder, der die Edinburgh Love Story gelesen hat, muss dieses Buch auf jeden Fall haben und lesen, weil sonst verpasst ihr echt was.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach toll. Kommen wir jetzt zu den letzten drei Büchern, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das einmal Waldbrust Band 1. Hier ist Band 1. Throne of Glass, die Erwählte. Throne of Glass, Kriegerin im Schatten. Und der dritte Teil, Erbin des Feuers. Wobei der dritte echt der dickste ist, wie man das so sehen kann. Und ja, die drei Bücher habe ich jetzt im Juli noch mit beendet. Ich kann zum Inhalt von Band 2 und Band 3 wirklich nicht viel sagen, weil ich würde euch sonst komplett hier den ersten Band spoilern. Deswegen klammere ich die einfach mal aus, aber ich habe sie gelesen. Ich werde euch auch sagen, wie sie mir gefallen haben. Aber beginnen wir erstmal mit dem ersten Teil. In Throne of Glass geht es um Celaena Sarutin. Diesen Namen muss man erstmal irgendwie aussprechen. Und Celaena war einst die berühmteste Asphanzinin im ganzen Land. Und wurde dann aber wegen Verrat an den König in ein Arbeitslager gesteckt. Nachdem Celaena ein Jahr in dem Arbeitslager verbracht hat und es geschafft hat, irgendwie zu überleben, taucht auf einmal der Prinz des Landes auf, Prinz Dorian, und macht ihr einen Vorschlag. Sie soll für ihn an einem Wettkampf teilnehmen, bei dem der Champion des Königs gewählt wird. Und dann soll sie, wenn sie diesen Wettkampf gewinnt, 4 Jahre dem König dienen. Und nach diesen 4 Jahren ist sie dann frei und wird halt aus ihrer Pflicht entlassen. Und ja, dieses Angebot nimmt Celaena natürlich an, weil wer möchte nicht aus diesem Arbeitslager rauskommen? Und ja, so macht sie sich mit dem Prinzen und seiner Garde zurück nach Rifthold, heißt die Stadt. Und ja, versucht dann in diesem Wettstreit zu gewinnen, um halt der Champion des Königs zu werden. So viel erstmal zum Inhalt vom ersten Teil. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich mochte Celaena am Anfang überhaupt nicht. Sie hatte mir einfach eine zu große Klappe, sie war mir zu überheblich, zu eingebildet, das war einfach nicht mein Fall. Sie hat sich dann im Laufe der Geschichte aber weiterentwickelt und man hat doch gemerkt, dass sie ein ganz normaler Mensch ist, der Gefühle hat, der auch Ängste hat und der nicht nur, hier bin ich bin so toll, schaut mich an, aha, aha. Das ging mir manchmal so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Ja, aber wie gesagt, viele fanden das ja gerade mal toll, aber mein Fall war es jetzt nur nicht. Und ja, aber sie entwickelt sich dann im Laufe der Geschichte zu einem normalen Menschen, sag ich mal, weiter. Also man merkt dann schon, dass sie dann nicht nur die knallharte Kick-Ass-Braut ist, für die sie sich immer ausgibt. Und ja, ansonsten bleiben wir gleich mal bei den Charakteren. Prinz Dorian mochte ich auch ganz gerne, auch wenn er so ein bisschen weichgespült daherkommt, im Gegensatz zu Celaena. Man denkt so, was ist das denn? Er ist so nicht der Krieger. Und dann gibt es noch den Captain der Garde, der hier eine Rolle spielt, Captain Westfall. Er heißt, glaube ich, Chaul. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Und Chaul und Celaena werden dann so ein bisschen Freunde und trainieren halt auch immer zusammen. Und er ist halt auch so für sie zuständig. Die Geschichte entwickelt sich dann zum Ende hin zu einer richtigen, fetten Fantasy-Saga, möchte ich sagen. Weil am Anfang geht es ja wirklich nur darum, dass Celaena aus diesem Salzmin rauskommt. Dass sie versucht, in Rifthold diesen Wettkampf zu gewinnen. Und halt einfach versucht, am Leben zu bleiben. Die Geschichte, wie gesagt, entwickelt sich dann so ungefähr ab der Hälfte noch eine ganz, ganz andere Richtung, wo halt dann auch Magie eine ganz große Rolle spielt und wo Celaenas Vergangenheit eine ganz große Rolle spielt und die Zukunft eine ganz große Rolle spielt. Ich kann zum Inhalt wirklich nicht viel mehr sagen, weil ich würde euch sonst spoilern. Auf jeden Fall entwickelt sich die Geschichte dann in noch eine ganz, ganz andere Richtung, wie sie eigentlich angefangen hat. Und ja, wie gesagt, die Charaktere, Celaena mochte man für nicht, der Rest war soweit okay, wenn auch ein bisschen, das entwickelte sich dann aber von Buch zu Buch weiter und hat mir dann immer besser gefallen. Also die Charaktere, also die Charakterentwicklung in den drei Büchern fand ich wirklich gut. Und Schreibsi kann ich sagen, dass es mir im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Ich habe bei High Fantasy immer mal wieder Probleme mit Satzbauten und Aussprache und Wörtern einfach. Also weil hier wird ja immer alles nicht einfach so ausgesprochen, wie wir es sprechen, sondern die Sprache ist schon ein bisschen altertümlich und ein bisschen anders als unsere. Und deswegen habe ich davon mit den Schreibstilen im Allgemeinen ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten, was man jetzt aber nicht im Buch als negativ anlassen kann, weil es ist einfach eine High-Fantasy-Geschichte. Vom Setting her befinden wir uns hier in einer kompletten High-Fantasy-Welt, und zwar in Irelia. Ich kann hier mal die Karte zeigen, die vorne drin ist. Also ist komplett High-Fantasy, hat nichts mit unserer Welt zu tun. Und ja, also man kommt ganz gut in die Geschichte rein, auch wenn ich bei High Fantasy echt immer so Probleme haben, mir diese Welt vorzustellen, so von den Entfernungen her, wo ist was an welcher Stelle und wie reisen die von da nach da und wie sind so diese ganzen Entfernungen. Das ist immer so für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn da steht und sie reisen jetzt 3 Wochen zu Pferd dorthin und denken so, ja, wie weit ist das jetzt? Schwierig einzuschätzen mit Entfernen. Naja gut, aber das ist halt Fantasy, da darf man, glaube ich, auch nicht weiter drüber nachdenken und zu viel reininterpretieren in diese Sachen. Und
Ja, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Mir persönlich hat bis jetzt am besten der zweite Band gefallen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil die Geschichte hier einfach Wendungen durchgemacht hat, die für mich teilweise auch sehr unerwartet waren. Und weil Selena sich hier wirklich weiterentwickelt hat zu halt einem Menschen, mit dem ich besser klarkam. Also nicht mehr so überheblich und eingebildet. Und man hat halt schon gemerkt, dass sie ein Mensch ist, der Gefühle hat. Und ja, wie gesagt, der Band hat mir halt definitiv am besten gefallen. Beim dritten war es dann so, dass der dritte Band sehr, sehr viele Handlungsstränge hat. Also das fängt im zweiten noch nicht so an, obwohl man da auch aus verschiedenen Sichtweisen liest. Aber da spielt das alles noch an einem Ort. Also wie kann ich euch sagen, dass die Charaktere zum Ende vom zweiten Band her in dieser Fantasy-Welt verstreut werden. Die befinden sich nicht mehr alle an einem Punkt und dadurch liest man halt verschiedene Handlungsstränge. Dann kommt da noch ein Handlungsstrang dazu, dann kommt da noch ein Handlungsstrang dazu. Und es war im dritten Band schon wirklich sehr, sehr anstrengend mit diesen 20.000 Handlungssträngen, die man hat, da immer dran zu bleiben, weil man hat nicht wirklich mal drei Kapitel hintereinander das gleiche gelesen. Es war immer von Kapitel zu Kapitel ein anderer Handlungsstrang. Es war immer quasi der. Und dann fing das wieder von vorne an. Der. Und da du aber dann drei Kapitel über was anderes gelesen hast, wirst du nicht mehr, was vier Kapitel vorher eigentlich jetzt gerade los war. Und das fand ich im dritten Teil wirklich sehr, sehr anstrengend. Das hat mich echt beim Lesen ein bisschen genervt. Dann hat mich diese ganze Beziehungskiste zum Ende vom zweiten hin, war das noch, naja, okay. Aber im dritten fing es dann an, komplett mich zu nerven, diese ganze Beziehungskiste, weil ich bin ein Mensch. Wenn ein Mensch sich in einem Buch einmal für jemanden entschieden hat, dann möchte ich, dass das dabei auch bleibt. Dann möchte ich, dass diese beiden zusammen glücklich werden. Deswegen war ich bei Twilight auch immer Team Edward, weil der war einfach zuerst da. Punkt. Und in diesem Buch ist es halt nicht so. Und das hat mich schon sehr genervt. Ich hoffe, ich spoilere euch da jetzt nicht, aber ich nenne ja hier auch keine Namen, wer mit wem und wie und was. Aber das hat mich dann schon sehr genervt, dass da diese ganze Beziehungskiste, die in diesem Buch vorkommt, wieder alles umgeworfen wurde und dann war doch wieder alles anders und mein Herz sagt aber nein, ich will das nicht, ich will, dass der und der und die mit dem und so glücklich ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so furchtbar, wenn das dann alles wieder umgemult wird. Entweder die Autorin macht das jetzt zum Ende hin, dass dann alle glücklich sind, oder es ist Kacke. So, Punkt. Ich mag sowas einfach nicht, es ist einfach nicht mein Fall. Und ja, das ging mir beim dritten Teil ein bisschen auf den Sack. Das Ende vom dritten Teil hatte wieder einen schönen Cliffhanger, wie sollte es auch anders sein, sodass ich jetzt gerne eigentlich wissen möchte, wie das mit Selena und den ganzen Charakteren in diesem Buch eigentlich weitergeht. Aber na gut, der dritte Teil kommt im Oktober, glaube ich, raus, da werde ich den dann auch gleich mitlesen, denke ich. Mein Fazit zu diesen drei Büchern ist, es ist eine sehr gute High-Fantasy-Geschichte. Ihr wisst, High-Fantasy und ich, wir sind uns nicht immer ganz grün, aber die Geschichte hat mir im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Ich mochte die Charaktere zum Ende hin wirklich sehr, sehr gerne und das Ende war echt ein mega fieser Cliffhanger, dass ich auf jeden Fall möchte, wissen möchte, wie es weitergeht. Und ja, wenn ihr Bock auf High Fantasy habt, dann lest Throne of Glass. Und wenn nicht, dann nicht, weil High Fantasy ist echt so eine Sache, die ist echt nicht für jeden was. Und ja, mir haben die Bücher gut gefallen und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich in diesen Hype mit einsteigen würde. Es war eine sehr so gute, solide Geschichte, aber jetzt komplett mich geflasht und umgehauen hat sie nicht. Muss ich ehrlich sagen. Aber so ist das manchmal. Das waren meine letzten 5 Bücher, die ich im Juli gelesen habe. Jetzt haben wir ja schon Anfang August. Ich lese aktuell gerade 3 Bücher parallel. Das heißt, ihr werdet dann auch wieder die letzten 3 vermutlich dann auch bekommen. Und ja, was soll ich dazu sagen? So ist das manchmal. Am Wochenende bekommt ihr noch meinen Lesemonat, wo ich euch nochmal alle Bücher vom Juli zeige. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.